So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Zurzeit sind die asiatischen Märkte fast wichtiger als die US-Märkte. Jedenfalls, wenn es in der Nacht ein bisschen scheppert, beziehungsweise die Futures im Nikkei sind um 250 Punkte wieder zurückgegangen, so legte auch dann der DAX den Rückwärtsgang ein. In der Nacht bzw. kurz vor oder kurz nach US-Handelsschluss war wieder sogar die 10.100er Marke auf dem Plan und aktuell kämpft der DAX wieder um die runde 10.000 Punkte Marke. Gestern schrieb ich ja dann, wer hier oben zu der Zeit, wo er knapp unter 10.100 Punkte stand. Hier könnte man jetzt hier die Gewinne, die man hier antizyklisch eingefahren hat, also die antizyklische Position wurde hier an der Trendlinie gekauft, könnte man hier geben, wegen einem Gap Close, beziehungsweise eben auch horizontaler Widerstand. Ja, kann man eben jetzt nun auf dem aktuellen Niveau, habe ich gestern geschrieben, jetzt auf dem aktuellen Niveau bei 9.980 wieder zurückkaufen. Dann hat man einfach hier die 100 Punkte sozusagen zurückerobert, sollte es dann weitergehen. Den Stopp eben hier auf das im Prinzip, ja, ist auch im Prinzip sinnvoll bei 9.860 Punkten dann zu legen. Das war ja hier dann der Einstieg, weil entweder hat man eben hier verkauft und oder einen Teilverkauf auch nur gemacht und den Stopp auf Einstand. Diesen Teilverkauf kann man eben jetzt durch den Rückkauf wieder egalisieren. Dann hat man hier die volle Positionsgröße und der Stopp bleibt auf dem gleichen Level hier. Eventuell, ja, kann man eben jetzt bei hier noch womöglich ein Mini-Gap offen ist, in auch auf Schlusskursbasis, also vielleicht eben nicht, dass man hier unglücklich ausgestoppt wird, aber das muss oder sollte dann auch jeder selbst entscheiden, dann natürlich wie alles andere auch. Aber hier passt im Prinzip das Bild noch, der Rücklauf sowieso passt ins Bild und nur was eben auch gestern teilweise offensichtlich war, ist der DAX etwas oder um einiges schwächer gewesen dann im Nachmittagshandel als der Dow Jones. Beim Dow Jones bzw. der Nasdaq hat hier das Gap geschlossen und dann eben eine dynamische Aufwärtsbewegung, wo hier ein erstes Kursziel am EMA 50 war und ein maximales Rücklauf erstmal Potenzial eben hier bei 4.450 so angezeigt war. Also ein Tagesschlusskurs über 4.450, ja, könnte man vielleicht meinen, dass oder ja, annehmen, dass hier dann die Abwärtsbewegung, die Korrekturbewegung schon zu Ende ist und es eventuell höhere Kurse gibt, aber man muss vorsichtig sein und auch den Nikkei und auch die Währungspaare im Auge haben. Eben apropos Währungspaar. Hier gab es, dann habe ich da auch dann zweimal im Video im späten Abend noch, wo der Kurs da oben stand, eben gesagt, man soll jetzt hier nicht punktuell genau das Kursziel nehmen, sondern auch hier jetzt die Gewinne mitnehmen. Und ja, tatsächlich gab es halt dann in der Nacht einen stärkeren Abverkauf im asiatischen Handel. Wer nicht verkauft hat, ja, den Stopp auf Einstand, hat man halt Teilgewinne erstmal verloren. Vielleicht läuft das Währungspaar im Anschluss sogar noch höher, aber erstmal war hier so das geplant. Was ja nicht ganz, also für den gestrigen Tag natürlich nicht ganz so gut lief, war hier Pfund gegen neuseeländischer Dollar, hat hier wirklich dann noch eine fiese Umkehrkerze hingelegt. Ja, zuerst mittags war hier der Kurs über dem Buy-Trigger-Marke,
den Stopp, den ich hier eben angegeben habe für die Position, die hier unten aufgenommen worden ist, soll auf dem Tagestief liegen und es lag damals oder lag gestern noch weiter oben. Also ist man hier mit der Position ausgestoppt, mit der neuen eingestoppt, ja, aber nur eben mit einer Teilposition. Denn auf Schlusskursbasis wurde jetzt das Level ja noch nicht erreicht. Den Stopp, ja, für die Position war ja auch geschrieben, entweder hier oder eben auch auf knapp 21050 zu legen. Das US-Dollar polnische Zloty ist ein bisschen älteres Setup, ja, wurde hier die Bewegung gegenüber dem Rainbow, dann gab es, sollte ein Rücklauf stattfinden, der fand dann statt und nun kann hier vielleicht das runde Kursziel angelaufen werden. Beim Pfund gegen kanadischen Dollar, da sucht man noch einen Einstieg. War eben geschrieben, ja, ein Rücklauf. Hier könnte man ja eben Rücklauf an das Ausbruchsniveau knapp eben bei 1850, sollte das Währungspaar hier zurückfallen. Wäre es für mich interessant, den Rücklauf dann zu kaufen. Bei den DAX-Aktien, ja, hat sich jetzt nicht viel getan. Die ersten Kursziele sind ja wie bei SAP oder bei Daimler erreicht worden. Gab es jetzt hier auch wieder am heutigen Tag dann einen Abprall an dem Level. Deutsche Bank lief jetzt, wer da investiert ist, fast an das Kursziel ran, wegen guten Zahlen. Und das Einzige, was jetzt heute bzw. seit dieser Woche nicht so gut lief, ist definitiv dann die E.ON-Aktie. Die sollte hier bis 8,75 steigen. Ja, ist jetzt hier wieder an der Unterkante des Rainbows abgeprallt, liegt aber noch oberhalb hier des kurzfristigen flachen Aufwärtstrends. Siemens hat ja hier das Kursziel erreicht, ja sogar eben auch überschritten und ist jetzt für mich erstmal abgehakt, die Siemens-Aktie. Das war's, danke fürs Zuhören und ganz kurz, jetzt fällt mir noch ein, eben weil jemand gestern eben Euro US-Dollar gefragt hat, also alles was jetzt hier über dieser wichtigen Unterstützung, also alle Kurse über der wichtigen Unterstützung, wäre hier noch ein Rücklauf denkbar. Kommt es hier zum Ausbruch, kann man das eben als Kaufsignal werten. Aber da würde ich auch einen Stundenschluss, zwar jetzt kein 4-Stunden-Schluss, weil dann wahrscheinlich die Bewegung schon gelaufen ist, aber auf Stundenbasis diese 1,420 im Auge haben und dann womöglich eine Long-Position eingehen und abwarten, wo dann das Währungspaar hingeht, den Stopp danach ziehen. Natürlich hier für den Ausbruch ist natürlich kein Stopp-Level hier unten dann angedacht, weil viel zu weit weg liegt, sondern natürlich viel enger, entweder auf das letzte Tief oder vielleicht sogar noch enger. Sonst wird es sich natürlich nicht lohnen, ein Risiko von über 100 Pips für eine Chance für 80 Pips einzugehen. Aber hier eben ein Schlusskurs auf 4-Stunden-Basis wäre hier definitiv schlecht für diese Long-Szenarien. So, das war's jetzt. Danke fürs Zuhören und bis später.